St. Moritz, ein Wintermärli. Mit dem Hoteldirektor vom Padruz Palace, seinem Konditor und seiner Floristin, mit dabei der Gourmet-Koch von der Coviglia, der Pistenpatrouilleur und Bergbauer und das Skilehrerpaar für die ganz solvente Kundschaft. So stellt man sich doch das vor, oder? Das Wintermärli in St. Moritz. Alles tief verschneit, prachtvolles Wetter, eine Fahrt in einer Pferdekutsche und vielleicht sogar noch ein Güppli, das irgendwo in einem Luxushotel auf einem wartet. So haben die Gäste gern. Und dass es die so geniessen können, für das braucht es ganz viele, die sich so richtig ins Zeug legen. In unserem Fall sind das vorne der Herkules und der Lux und oben auf dem Kutschbock sitzt der Martin. Ganz viele gute Seelen leisten ihre Arbeit hinter den Kulissen. Und genau das zeigen wir Ihnen heute Morgen und übermorgen. Ein Wintermärli in drei Teilen. Das erste Kapitel, das fängt an, lange bevor der Winter Einzug gehalten hat in St. Moritz. Es ist Vorsaison, die Hotels sind noch zu, die Gäste und der Glamour noch weit weg. Aber die Heinzelmännli und die guten Feen, die sind schon am Wirken. Es ist Herbst im Unterengadin. Von der Landwirtschaft leben hier noch viele Familien, auch am Bergbauer Linard Gotlisini. Mit dem Bauern allein verdient er aber zu wenig und ist darum, wie viele andere auch, auf einen Nebenerwerb angewiesen. Während der Wintersaison arbeitet er noch bei der Engadiner Bergbahn in St. Moritz als Pistenpatrouilleur. Als Patrouilleur ist man zuständig für die Sicherheit auf der Piste, man ist zuständig für die Rettung, wie man so sagen will, von verletzten Personen. Und wenn man den Leuten helfen kann, ist es immer ein dankbarer Job. Kühe lassen sich aber auch im Tourismus melken. Ja, vielleicht in einem gewissen Sinn sind das vielleicht schon unsere Milchkühe, oder? Und die wollen ja auch gemolken werden. Es ist einfach so, oder? Aber meine, wir bieten ihnen auch etwas, oder? Und meine, ob jetzt meine Kühe hier im Stall mehr Milch geben als die im Skigebiet, das bezweifle ich. Aber der Milchpreis ist im Skigebiet auch etwas höher als unser aktueller Milchpreis in der Landwirtschaft. Und darum langt der Ertrag von seinen vierbeinigen Kühen schon lange nicht mehr für die ganze Familie, für die Frau, den Sohn und die zwei Töchter. Weil Geschichten selten dort anfangen, wo sie aufhören, geht es auch in unserem Wintermärli das erste Mal weg von St. Moritz, hoch über die Wolken. Wir sind unterwegs mit dem Spitzenkoch Reto Mattis. Er ist der Chef der Marmite auf der Corviglia, einem höchstgelegenen Gourmet-Restaurant von Europa. Er reist mit seiner Frau und einem befreundeten Pärli. Das Ziel von dem Ausflug im Sportherbst ist Paris. Da will der Reto Mattis posten, und zwar exquisite Ware für seine Jet-Set-Kundschaft. Sind wir in Paris? Bienvenue à Paris! Das Taxi fährt einfach vorbei an den Pariser Sehenswürdigkeiten. Zu einer exklusiven Adresse für Kaviar. Bei einem der wichtigsten Händler von Frankreich macht Reto Mattis jedes Jahr einen grossen Einkauf. Eines seiner Gerichte ist legendär: Kaviar auf einer Schweizer Rösti. Ah. On est sorti du première catégorie. Parce qu'on est première, deuxième, toi tu veux voir du beau. Der Chefkoch und sein Freund beurteilen den Inhalt von jeder einzelnen Dose, weil der Kaviar in jeder Büchse ein bisschen anders schmeckt. Und für die Gäste vom Reto Mattis kommt nur das Allerbeste in Frage. Der Kaviar aus China trifft ganz offensichtlich den Geschmack des Gourmet-Koch. Si t'en refuses une. Bon, das ist die première Kategorie. Ja? Es ist absolut die Festigkeit des Korn, die Konsistenz, der Geschmack. Es ist absolut eindrücklich. Und es ist ein Zuchtkaviar. Also ich habe das erste Mal jetzt
Ein chinesischer Zucht-Kaviar in dieser Qualität. Also ich habe es überhaupt nicht kennt, muss ich ganz ehrlich sagen, bis dahin. Ich sage jetzt, gut, das Kilo ist um die 3'000 Franken importiert in die Schweiz. Jetzt, wenn ich, ich muss 50 Kilo suche ich sicher aus, dann gehe ich noch mal im Januar da hin. Gut, den zweiten Teil aus, vor Herbst, Ernte. Dann können Sie ausrechnen, sind jetzt suchen wir für 150 bis 200'000 Franken Kaviar aus. Also ich habe meinen Porsche eigentlich im Frigo, nicht in der Garage. Das ist eigentlich, was ich einfach sage. Alain, wie? Oh. Regulier. Bis wir nach 8 Jahren sollte es heben. Hoffentlich nicht. Nein, es wird schon regnen. Hoch über dem Lago Maggiore ist der Skilehrer Nick Nussbaum unterwegs. Er muss für die Gemeinde die Wandertäfel abmontieren, bevor es kommt, schneien. Im Tessin lebt er nur im Sommer. Im Winter geht er ins Engadin. Dort arbeitet er mit seiner Frau als Privatskilehrer für reiche Gäste. Ich schaue Richtung Engadin hier und jetzt ist noch nicht ganz weiss drin, aber wenn es so kalt ist, wenn sehe ich die Berge, die weiss werden, dann muss ich langsam an meine Ski denken, meinen Winter. Da sehe ich im Alpe di Negia. Da habe ich Skifahren gelernt im Alpe di Negia. Und das ist sie, Sabrina, die Frau von Nick Nussbaum. Als Yogalehrerin hält sie Körper und Seele fit für die Saison in den Bergen. Il primo stand salutare, lo facciamo bene e adagio. Qui tengo. Angela, via, ecco, porto l'abbraccio in avanti. Ihre Kundschaft St. Moritz hat hohe Ansprüche. Sie ist sich schon an vieles gewöhnt. Ich glaube, es bringt mich nicht mehr viel aus dem Häuschen. Und ich muss sagen, so die letzten 5-6 Jahre habe ich angefangen, Yoga auf der Ski zu unterrichten, weil die Leute sind alle gestresst. Sui piedi. Proviamo a chiuderli e lasciamo andare il gancetto. Tenere, solo tenere. Sì. Der 8-jährige Nalu ist ihren Sohn. Er begleitet seine Eltern jeden Winter in sein Gardin und geht dort oben dann auch in die Schule. Castagne trovate oggi? Tante? Dove? Es ist Ende November und St. Moritz immer noch ohne Schnee. Die Nacht um 12 Uhr fährt der Palace-Direktor Hans Wiedemann vor. Er kommt heim von einer Werbetour zu Moskau und zeigt mir zum ersten Mal sein Reich. Oh, ist das schön, wieder daheim zu sein. Hat es Ihnen ein bisschen gefehlt? Ja, sehr. Doch. Und das ist unsere Halle, was man auch in St. Moritz den Catwalk nennt. Weil also, hier innen basiert alles. Das ist stossen voll und das ganze da Schild. Ist sehen und gesehen werden. Absolut. Ja. Aber eben, also da zum Beispiel die Sofa. Ja. Tun Sie die jedes Mal immer abdecken? Lohnt Nein, das ist jetzt noch ein bisschen mehr als nur ein Abdeck. Da hinten im Embassy sind die ganzen Möbel, ich kann es nicht zeigen. Dort sind jetzt eben all die Möbel drin, die eigentlich hier hin. Ganz genau, jawohl. Ja. Die möchte ich Ihnen schnell gerne zeigen. Bitte schön. Dankeschön. Lauter schlafende Sofas und Sessel. Jawohl. Und jeder einzelne von diesen Sesseln ist verschieden. Also hier haben wir jetzt. Darf man das natürlich, ja, Sie sehen. Die sind aber auch schon neu überzogen, also die sind genau so wieder überzogen worden jetzt in Belgien, wie sie vorher gewesen sind. Ja. Weil unsere Stammgäste das einfach erwarten. Sie sehen auch hier, ist einer von diesen alten Bunkstücken. Ja. Aber es ist nicht so, dass jetzt Ihre Stammgäste, dass da jeder einen Lieblingsstuhl hat oder so. Oh doch.
Absolut. Ah. Ja, ja, die haben ihre Lieblingsstuhl. Und also, wenn ich jetzt zum Beispiel käme und mich auf diesen Stuhl setze und der Stammgast mir kommt, würde er mich auffordern, zum bitte seinen Stuhl zu verlassen? Oder wie sie würden das? Gar nicht so weit kommen. Bevor sie den Stammgast sehen, sehen sie uns und wir werden sie darauf aufmerksam machen. Weil der Stammgast sollte eigentlich nicht irgendwie mit dem zu tun haben. Die Möbel wieder draußen in den Saal bringen, das ist wahrscheinlich der kleinste Teil der Arbeit, die noch auf sie wartet, bis Saisonanfang. Ja. Mit seiner Frau Martha macht Hans Wiedemann noch einen Rundgang durch den Wellnessbereich. Sie ist für den Umbau verantwortlich und will ihm zeigen, was sich alles tun hat in seiner Abwesenheit. This is nice how it opens. Eh? Der Gang über die Baustelle ist ein Hindernislauf. So wie es aussieht, sind die Heinzelmännchen hier ziemlich im Rückstand. Der Hans Wiedemann macht sich Sorgen. Mein Gott, in 4 Wochen muss das fertig sein. 4 weeks to go. Das wird schon, es geht schnell voran. Du glaubst, das klappt? Alles ist in Ordnung. Okay. Das ist der Massageraum. Ja, entspannend, nicht wahr? Sehr entspannend. Ich möchte das Versuchskaninchen sein. I will be the guinea pig. Huh? Oh, just look up. Up's relaxing. Mal noch einiges zu tun. Huh? Weil das sind die wichtigsten Räume. Das sind die Suiten, wo eben die ganz grossen Gäste sich aufhalten, die sich nicht unbedingt mit anderen zum Beispiel umziehen wollen. Also, aber wie gesagt, da müssen wir noch Gas geben. Das reicht noch nicht. Ja. Zum konkurrenzfähig bleiben ist das Palace Hotel in den letzten 5 Jahren renoviert worden für 70 Millionen Franken. Der Wellnessbereich allein kostet schon 20 Millionen. 403, 402, 401. Das hier, das auch aussieht wie ein normales Hotelzimmer hier im Palace Hotel, ist kein, sondern das ist die Wohnung des Direktors. Der wohnt hier auch einfach mitten im Hotel. Ich hoffe, die erwartet es uns. Ah, hello, welcome. Thank you very much. Pleasure. So, als sie ihren Mann geheiratet haben, sind sie sich bewusst, dass sie nicht einfach den Hans, sondern auch noch den Hoteldirektor heiraten? Es war mir nicht so genau bewusst, aber ich wusste, dass wir beide in einer spannenden Branche arbeiten werden. Alles andere fanden wir mit der Zeit heraus. Ist es für Sie einfach, in dieser Welt der Reichen und Schönen zu leben? In unseren 4 Wänden haben wir unsere eigene Realität. Der übrige Teil des Hotels gehört den Gästen. Wir haben unsere Privatsphäre. Das heißt, Sie sehen sich eigentlich nicht als ein Teil von der Glamour-Welt. Wir arbeiten beide in diesem Umfeld und sind deshalb sehr involviert. Aber wir sind kein Teil davon. Wir haben Kontakt zu vielen spannenden Gästen. Aber unser Leben ist ziemlich gewöhnlich. Ja, ich denke so. Und da ist schon der Wiedemann. Hallo. Willkommen. Danke schön vielmals. Schön, dass Sie da sind. You are the boss. Sie sind der Direktor, Sie sind Chefin vom Wellnessbereich. Ist es manchmal schwierig, dass Ihr Mann auch Ihren Chef ist? Your boss? Ich glaube, wir haben eine gute Balance gefunden. Wir sind beide professionell. Man muss ganz genau aufpassen, dass man das Familienleben mit dem Berufsleben trennt. Und da gibt es eine Hierarchie und es gibt Communication Channels und die muss man einhalten. Ja, aber da, das stimmt doch nicht. Sie trennen ja eigentlich Beruf und Privatleben überhaupt nicht. Jetzt bin ich da durch den Hotelgang gelaufen. Sie wohnen mitten im Hotel. Ja. Das ist ja überhaupt nicht drin. Aber das kennen wir seit so vielen Jahren, auch unsere Kinder auch. Wenn meine Kinder jetzt mich im Korridor draußen sehen, die würden mir nicht jetzt sagen. Die wissen ganz genau, das ist Abend. Und wenn die Türe zugeht, dann sind wir daheim. Und eben, unsere Kinder sind in der Hotel aufgewachsen, die kennen nichts anderes. Ja. Eben, ich sehe dort, da dürfen wir schnell rübergehen. Natürlich. Einfach ganz frech gehen wir jetzt da zu den Familienbildern. Sie haben ja das Gen dann auch noch vererbt. Ihre Kinder sind hier aufgewachsen und die arbeiten jetzt auch beide in der Hotellerie. Ja, haben Sie sich das gewünscht? Ja, natürlich. Man wünscht sich das immer irgendwann da hinten. Aber ich habe meine Kinder gar nicht forciert, sondern wir haben das ihnen selber überlassen.
Und anscheinend müssen wir irgendetwas richtig gemacht haben. Und sie sind anscheinend, ich habe immer ein schlechtes Wissen gehabt. Ich habe immer gedacht, die armen Kinder. Oder? Ich meine, wieso sind sie denn ein schlechter Vater gewesen? Ja, nie daheim oder wenig daheim. Und eben in der Halle sitzen und man kann nicht einmal ansprechen, weil er am Arbeiten ist. Und so. Aber anscheinend war doch etwas richtig gewesen, weil jetzt haben beide umgesattelt und jetzt sind beide auch im Hotelfach. Also dort sind wir als Eltern stolz. Anscheinend war doch etwas richtig gewesen. Wie sind Sie eigentlich selber? Sie kommen aus einer Arztfamilie, jawohl, aus der Region Basel. Ja. Wie ist denn das gekommen? Wie hat Sie denn Ihren Vater geprägt, dass aus Ihnen dann am Schluss ein Hoteldirektor geworden ist? Ja, also die Medizin hat mich persönlich auch sehr interessiert. Aber die Verantwortung, finde ich, mit Menschenleben umzugehen, etwas, wo mir nicht 100% liegt. Ich schaue lieber nach Menschen. Genau, als dann, wo es schlecht geht. Und dann habe ich gewisse Stage gemacht, um zu schauen, ob mir das wirklich gefällt. Und so bin ich hängen geblieben. Und dann habe ich es von der Pike auf, wie man sagt, gelernt. Also vom Kellner zum Hoteldirektor? Absolut, nein. Alles gemacht. Teller gewaschen, alles. Ohne Heinzelmännli funktioniert St. Moritz gar nicht. Am Morgen früh kommt Monika Pitschi das erste Mal nach der Ferien wieder arbeiten. Guten Morgen. Sie ist die Cheffloristin vom Palace und muss heute ihren Kolleginnen die Regeln des Luxushotels erklären. Also, wir stempeln jeden Morgen uns hier einstempeln. Also wenn wir draufdrücken, dann kommt der Name. Und dann sind wir eigentlich im System anwesend im Haus. Okay. Eben Mittagspause, einmal ausstempeln, haben wir eine halbe Stunde und dann wieder einstempeln. Die 9 Uhr Pause um 3 Uhr am Nachmittag und um 9 Uhr am Morgen müssen wir nicht stempeln. Die wird automatisch abgezogen. Wenn wir es vergessen, einfach sagen. Wir können es nachher nachträgen. Okay, gut. Dann stellt Ihnen die Monika Pitschi, die Chefin des Hausdienstes, und ihr Team vor. Guten Morgen. Hallo. 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 Die Karin. Frau Tessin. Frau Tessaro. Sie ist auch gut angekommen. Hallo. Julia, wie geht's? Und die Uli. Hallo. Hallo. Hallo, Sophie. Hi, Juli, lass dich drüben. Geht's gut? Ja, danke dir auch. Schöne Ferien gehabt. Ja, ist der Herr Wiedemann im Haus, oder? Ich denke schon, aber keine Info. Gut, wir gehen dann mal vorbei, zum gucken, ob er da ist. Ja. Sonst gehen wir morgen vorbei. Wunderbar. Gut, so, schöne Tage. Und dann geht's an die Arbeit. Im Märlenschloss liegt überall noch Staub, auch auf den Blättern der Pflanzen. Wenn die Gäste kommen, muss alles glänzen. Die Floristinnen wissen also, was noch alles zu tun haben, bis zu der Eröffnung in knapp 3 Wochen. So, Pflanzenputzen tun wir eigentlich Anfang Saison. Und nachher während der Saison sicher einmal im Monat. Oder mehrmal, wenn wir sehen, dass sehr viel Staub drauf hat. Und unser Ziel ist ja jetzt, von heute alle abgestaubt haben. Nur gerade 60 Leute arbeiten in der Zwischensaison im Palace. In der Hochsaison sind es dann fast 10-mal so viel. Dann verdienen 550 Menschen im Luxushotel ihr Geld. Guten Morgen. Morgen. Hallo Ellen. Hallo. Wie geht's? Gut, der Chef-Pâtissier Stefan Gerber ist einer von ihnen. Heute ist sein erster Arbeitstag. Das weiss auch der Hoteldirektor. Ach, der Herr Gerber. Guten Morgen, Herr Wiedemann. Welcome back. Welcome back, ja. Dankeschön. Jetzt wird's wieder süß bei uns. Jetzt geht's wieder los, jawohl. Ja. Mit Vollkraft zu Weihnachten, ja? Ja. Schöne Ferien, ja? Ja, super. Ja. Super Zwischensaison. Musik, ja? Ja. Bisschen Sonne, ha? Ein bisschen, ja. Ja. Spanische Sonne, ja. Die spanische Sonne, ja. Ja. Ecke, bueno. Bueno, ja. Besser wie die Sonne. Ha? Ja, jetzt sind wir wieder unter Tage wie im Keller. Ja. Mit Schokolade. Schon seit 8 Jahren ist der Stefan Gerber in der Konditorei vom Palace für die süßen Träume verantwortlich. Bis zum Saisonstart produzieren sie so viel wie möglich voraus. Am ersten Tag müssen wir anfangen mit Pralinenproduktion. Alles vorbereiten, die Canaches werden abgekocht, die Pralinen, also die Canache-Füllung quasi, Pralinenfüllung wird abgekocht, die Pralinen werden gefüllt und am nächsten Tag verschlossen. Pro Saison werden im Palace 2,5 Tonnen Schoki verarbeitet. So, das ist unser Vollmilch-Zimt-Canache. Und er, wie hat er selber mit Süßem? Sicher wird immer mal was zwischendurch gegessen, aber
Man nimmt dann doch eher was Salziges oder Sushi als immer nur die süßen Sachen. Und da güsst der Stefan Gerber übrigens das Wahrzeichen vom Palas in Jockey, den Turm. Die Gäste essen jeden Tag einfach mal so zwischendurch 10 Kilo Guetzli und 10 Kilo Praline. Wir stellen 15 Sorten Pralinen her mit unterschiedlichen Füllungen. Nüsse, Lebkuchengewürz, Zimt, mit Alkohol, ohne Alkohol, Champagnertrüffel. Also für die Wintersaison brauchen wir ca. 20.000 Türme und zwischen 50.000 und 100.000 Pralinen. Ich denke, wenn man mal hier gearbeitet hat, ist was ganz Besonderes. Und nach dem Palas oder mal woanders hinzugehen, ist natürlich sehr schwer, um das Ganze auch noch zu toppen. Während der Saison hat der Konditormeister aus der Pfalz 10 Mitarbeiter, die ihm helfen, die Erwartungen der verwöhnten Kundschaft zu erfüllen. Im Engadin eingetroffen ist auch die Familie Nussbaum aus dem Tessin. In der Wintersaison wohnen sie zusammen mit dem Nalu in dieser Wohnung zu Chamfer. Okay. Zwei Wohnsitze unterhalten ist nicht billig, aber die Nussbaums geniessen ihr cool, Leben in zwei verschiedenen Welten. Ja. Die Wohnung selber ist für uns wirklich unheimlich. Also wir fühlen uns richtig daheim. Das ist das zweite Daheim. Ich kann uns nicht vorstellen, im Moment noch nicht vorstellen, du im Winter sein. Und nein. Nein, das ist so schön hier. Minus 1 Grad noch. Die Hänge sind noch weit auf dem Braun. Und Sabrina wird geschmauch, wenn sie an die Skisaison denkt, die bald losgehen sollte. Ja, es sind Tausende von Gedanken, die im Kopf ist. Und es ist eigentlich jedes Mal wieder ein neuer Start. Wer ist da, wer ist nicht da? Hat etwas sich verändert? Ist es gleich geblieben? Und natürlich immer die Hoffnung auf den grossen Schnee, weil letztes Jahr war der Hammer. Dieses Jahr ist halt wieder anders. Das ist Corvilla. Dort gehen wir Skifahren. Rasenmeier. Ein Trüffelhund kostet 4 bis 5'000 Euro, wenn er abgerichtet. Im Süden von Frankreich will der Starkoch Reto Mattis Trüffel posten. Der Trüffelhund Baguette ist am Arbeiten und sein Chef, der Monsieur Francis, ist am Geschäften. Mit jedem Scharren macht der brave Hund seinen Besitzer wieder ein bisschen reicher. Die Gegend der Provence ist bekannt für ihre feinen Trüffel. Für diese Köstlichkeit zahlt der Spitzenkoch 1'000 Franken und mehr. Der Reto Mattis ist ein guter Kunde von Monsieur Francis. Der hat sich mit den schwarzen Knollen eine goldige Nase verdient und sich ein schönes Anwesen bauen lassen. Das ist la Kalibration. Das ist 330 Euro ist es das. Wie gesagt, das ist natürlich noch nie die Qualität. Das geht. Normalerweise ist die Qualität, Brosse ist um die 1'000 Euro. Letztes Jahr war es 1'200 Euro. Jetzt ist noch früh zu sagen, und etwas sagen sie immer. Oder entweder ist es kalt, oder ist es heiß, oder ist es nass, oder ist es trocken. Oder etwas müssen sie sagen, dass der Preis aufnimmt. Das ist wie die Beizer in der Schweiz. Sie sind immer am Jammern, wenn es noch gut geht. Aber etwas müssen Sie sagen, aber es sieht gut aus. Und auch dieses Jahr geht der Reto Mattis nicht mit leeren Händen ins Engadin zurück. Im Unterengadin, bei Skotlis zuhause, wird es langsam Tag. Schon seit 2 Stunden ist der Linard Gotli auf der Beine. Er hat schon fertig gemolken und freut sich jetzt auf den Morgen. Ab heute ist der Familienvater aber nicht nur Bauer, sondern auch noch stellvertretender Rettungschef von St. Moritz. Auf dem Schneetöff geht er das Skigebiet inspizieren. Es ist Ende November und seit ein paar Tagen sind die Bergbahnen in Betrieb.
Aber sogar auf über 2000 Meter hat es nur wenig Schnee. Seit Ende Oktober ist man schon am Beschneien. Das ist unser Schneefeld. Das sind wir zum Schneehöhen markieren. Und dann haben wir hier so, ja, so ein bisschen Richtwert. Und das ist auch wegen der Sicherheit. Also, wenn wir die Schneemengen wissen, die gefallen ist und der neue Schnee zuwächst, dann kann man hier auch ein bisschen wegen der Gefahren, wegen der Lawinengefahren, ein bisschen hat man so Richtwert, wo man ein bisschen daraus herauslesen kann, wie es etwa steht. Vor dem Haupteingang des Palace Hotel keine Spur von Winterzauber und Weihnachtsstimmung. Aber das soll sich jetzt ändern. Die Cheffloristin Monika Pici ladet mit ihren Leuten eine erste Lieferung Tannenzweige aus. Aus dem Grün werden dann Girlanden. Die sind für den Eingangsbereich und sollen Gäste auf die Festtage einstimmen. Ja, Weihnachtsstimmung. Wahrscheinlich kommt bei mir auf, wenn Weihnachten vorbei ist. Wenn wir wieder alles verräumen können, alles geschafft haben. Aber es ist normal, für Floristen ist so Weihnachtszeit sehr eine aufwendige Zeit. Aber immerhin schmeckt es jetzt schon nach Floristic Office. Ja. Herr Wiener? Ah, guten Tag, Monika. Wie geht's? Danke, gut. Und Ihnen? Ja, sehr gut. Grüezi, ja. Wiedemann. Schön, dass Sie zurück sind. Danke, ja. Schöne Zwischensaison gehabt. Ja, doch. Also einige Reisen und so, aber sehr produktiv. Sehr produktiv. Ihr seht ja, was wir euch hinterlassen haben. Ja, Baustelle. Genau. Ich wollte eigentlich noch kurz mein Team vorstellen. Ja. Frau Sabine Grecke. Freut mich. Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und Frau Julia Bürkle. Freut mich sehr. Schön, dass du ja, das ist eigentlich noch kurz geschwind zum Vorstellen. Also ich weiss, dass ihr in sehr guten Händen sind. Aber wenn wir auch irgendetwas machen können, damit ihr euch wohler fühlt, lassen Sie es wissen. Also eben, wie gesagt, Hierarchie ist wichtig zum Einhalten. Aber weiss ich nie. Also wenn irgendetwas ist. Also, macht's gut. Und nochmal willkommen. Danke. Auf Fun. Danke schön. Wiedersehen. Ja. Was darf ich Ihnen offerieren? Rivella. Rivella? Ja. Habe ich auch gerne. Ah, gut. Dann nehmen wir doch zwei Rivella. Hä? Wie ist das? Kennen Sie eigentlich? Du Rivella, Rivella. Ja. Kennen Sie eigentlich alle Leute, die hier arbeiten, mit dem Namen? Da muss ich ehrlich sein, nein. Ihr passt. Aber ich gebe mir schon Mühe, dass ich wenigstens jeden begrüße. Ja, okay. Also, ich habe gehört sagen, Herr Wiedemann, dass Sie sogar eine schwarze Liste führen von Leuten, die Sie sagen, die sind nicht mehr willkommen im Palace Hotel. Was muss man denn machen, um bei Ihnen Persona non grata zu werden? Also für mich das Schlimmste ist, wenn man unsere Mitarbeiter schikaniert. Also es gibt einfach viele Situationen, wo der Gast recht hat. Aber es geht manchmal ein bisschen zu weit. Und wenn so etwas würde ich. Ja, das kann vom Begabschen bis zum Mobben gehen. Also, da sehe ich ein rotes Tuch. Ich habe schon Situationen in meiner Karriere gesagt, wo ich gesagt habe zum Gast, schauen Sie, vielen Dank, aber vielleicht können Sie das nächste Mal oder auch jetzt gerade noch jemand anders gehen. Was ist denn die korrekte Haltung in so einem Luxushotel? Ist es Demut, ist es Unterwürfigkeit oder wie begegnet man dem Gast? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach eine gewisse Zurückhaltung. Aber die Zurückhaltung darf auch nicht so weit gehen, dass man überhaupt nichts mehr macht. Sondern man muss auch ein gewisses Risiko eingehen und einfach natürlich auf den Gast zugehen. Ich sage immer zu meinen Mitarbeiter. Wenn ihr mal halt einen Fehler macht, dann stand ich hinten dran. Ihr müsst nur lernen, wie ihr mit dem umgeht. Und ihr müsst einfach mal sagen, I'm sorry. Oder? Und jeder Gast versteht. Das ist überhaupt kein Problem. Was hat Sie denn schon richtig herausgefordert? Einmal war es ein Lagerfeuer, oder, wo man hat einfach innerhalb von einer halben Stunde das Holz da oben haben. Und dann haben wir das mit dem Helikopter hochgeflogen, oder, und haben das Lagerfeuer gemacht. Oder? Das sind so Sachen. Oder
Rosen regnen lassen vor dem Balkon und so. Das machen wir gern, das ist kein Problem. Es ist ein bisschen geteilt. Murgulz hat ein Team, Corvilla hat ein Team. Höher über St. Moritz auf der Corvilla trifft Linard Gotli seine Mitarbeiter für die Wintersaison. Und für die Neuen unter ihnen hat er gerade noch einen heissen Tipp auf Lager. Wenn es Patienten hat, die ins Spital gehen, einen Armbruch haben und ambulant wieder entlassen werden am gleichen Tag, zum Beispiel Italiener, dann musst du das können. Müssen wir das können, sofort dem Patienten verrechnen, sonst sehen wir keine Bedenken mehr. Ja, das ist klar. Hat er das dort dann noch eingezogen? Ja, ausländische Patienten, was wir hier halt viel haben, die Italiener, oder? Die müssen das Bar im Spital zahlen, weil sonst funktioniert das nicht. Du musst ihnen an Ort und Stelle sagen, es gibt es nicht. Die haben das Knie, die wollen einfach nicht schlitten, aber du musst einfach sagen, aber das kostet Runde. Ja, das gibt es auch. Weißt du, es gibt etwa einen, der müde. Ja, aber es gibt auch Leute, die müde sind. Und dann meinen sie, ja, jetzt hole ich den mit dem Schlitten und der fährt mich ab, oder? Das machen wir schon. Also wir sagen keinen, dass wir einen. Aber dann musst du ihm herkommen, wenn er nichts hat und er sagt, ja, ich bin nur müde, dann musst du ihm sagen, klar und deutlich, ich fahre sie aber mit dem Schlitten. Das kostet einfach 270 Steine. Das, oder? Ist es so. Das ist so. Und das muss er dann ein paar dir zahlen. Und du tust ihm eine Quittung ausstellen. Respektive kannst du in die Zentrale, dort hat es einen Block. Und wenn der Guru unten ist, macht er dir eine Quittung. Und dann sind die allermeisten, stehen dann wieder blitzartig auf und legen die Skier und gehen dann wieder selber heim, oder? Der Spitzenkoch Reto Mattis sitzt mit zwei Angestellten in seinem Nobelrestaurant La Marmite auf der Corvilla, 2400 Meter über Meer. Zusammen brüten sie über einen Menüplan. Kaviar-Spezialität müssen wir vielleicht noch anschauen zusammen. Wie gesagt, wir haben jetzt, ab dem Winter ist der chinesisch-iranische Kaviar. Ich muss einen Namen finden, wie man ihn taufen sollte. Weil man muss irgendwie einen Fantasienamen als Titel, weißt du, es muss ein guter Name sein. Der chinesische Kaviar ist ein bisschen, ist nicht gerade synonym mit Qualität. Ist nicht ein Prädikat für gute Qualität, Entschuldigung, wo es sehr gut ist. Ja. Aber es ist vielleicht ein bisschen, für die Leute ein bisschen schwierig zu akzeptieren, ursprünglich. Unten im Tal ist St. Moritz immer noch grün, oder besser gesagt braun. Aber die Familie Nussbaum aus dem Tessin, die ist wild entschlossen, heute wollen sie Skifahren, auch wenn der Schnee erst Fang ganz oben liegt. Nein, es kommt schon noch, es ist noch früher, Schimmer gekommen. Es braucht zwei Tage richtig Schnee, dann haben wir genug. Die Unterlage jetzt schon, wo die Schneekanonen. Endlich ist es soweit. Sie sind alle drei gut in Form. Aber vor der ersten Schwung hat vor allem Nick Nussbaum den Bammel gehabt. Er hat sich im letzten Winter ein Kreuzband gerissen. Jetzt hofft er, dass alles wieder hebt. Als Skilehrer sind seine Knie sein Kapital. Es hebt. Die Linkskurve ist noch nicht so gut, aber ich bin froh. Ich denke, dass es hebt. Ich hatte immer Sorge, meine Knie, immer schon eingecremt und alles. Und dann letzten Winter ist halt passiert. Eine Sekunde ist tack, jetzt gemacht und das Kreuzband weg. Aber wird der Winter wieder gut sein. Es muss nur noch 1 Meter Schnee kommen, dann ist es perfekt. Wir werden mal schauen, wo die anderen zwei sind. Aus dem tiefen Schwarzwald kreucht über den Juliopass ein Sattelschlepper und bringt wertvolle Ladung auf St. Moritz. Ein riesiger Tannenbaum. Der soll als Christbaum vor das Palace Hotel kommen und alle verzaubern, die an ihm vorbeilaufen. Das ist seit vielen Jahren Tradition. Eine gute Woche vor Saisoneröffnung und 5 Wochen vor Weihnachten machen die Floristinnen jetzt die Girlanden auf. Das ist die Seite von Leiter. Zwei Tage lang haben die jungen Frauen nichts anderes gemacht als Girlanden gebunden. 200 Meter insgesamt. Das sind
zweitjüngste. Ja, lassen wir das so. Dann nehmen wir mal noch, wenn wir mit dran versuchen, dann können wir dann mit in einen Gras legen. Gut. Auf der anderen Seite das Gleiche. Kaum sind sie fertig, kommt auch schon die kostbare Fracht aus dem Schwarzwald an. Und man merkt schnell, das Aufstellen von dieser Riesentanne ist eine gröbere Übung. Tiri contro il camion. Ah, no! Ah, vai fuori! Und selbstverständlich Chefsache. 14,5 Meter, aber der sieht kleiner aus. Das müssen wir dann nachher noch nachmessen. Und wenn er kleiner ist als 14,5 Meter? Ja, dann ist es kleiner, dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Discount. Kaffee wenigstens. Aber. Jetzt in der Vorsaison ist St. Moritz noch ein ruhiges Pflaster. Da wird schon das Aufstellen von der Weihnachtstanne zum Ereignis. Reservoire. Aber nicht ein Point, was ich mehr. Bon. Vai. Perfetto. Ja, das ist gerade. Das sehen wir von der Spitze. Wir haben die Spitze vom Hotel genau zentriert. Das sieht gut aus. Jetzt mal gleich Flickarbeiten unten dran und dann ist es super. Der Palastdirektor trifft in der Hotellobby auf einen alten Bekannten. Es ist der Reto Mattis vom Restaurant Marmit. Salut. Aber nicht weiter sagen, gell? Nicht weiter sagen. Ja, ja, nein, machst du endlich das Puff, du. Ja, das ist für Silvester, aber das darf eben niemand sehen und das muss wieder weg. Das, die dürfen nur ausprobieren, wie sie es tun, weil die haben ja nur 12 Stunden. Oder am 7. Am Abend muss das sein und am Morgen am 7. ist es wieder weg. Jetzt tun sie da testen, wie sie das mir aufhängen, oder? Und dann geht das am Abend schnell. Bum, 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 bum. Aber machst du im ganzen Haus denn, oder nur in der Halle? Nein, Spiessal, auch alles. Spiessal, Embassy, Welle, ja. Hier in der Halle, die ganze Chiesa, alles. Wie sieht es mit der Reservation aus? Sehr gut. Überletztes Jahr. Super. Nein, überletztes Jahr. Sehr. Ist es gewählt? Genau. Nein, nein, nicht günstiger, du. Ja, aber du siehst den Aufwand, oder? Das ist wahnsinnig. Das ist eine halbe Million. Eine halbe Million allein für die Silvesterdekoration. Der Direktor weiss, was er seinen Gästen schuldig ist. Nicht draufstehen, gell? Reto. Da bin ich. Schön. Schön. Ja, super schön. Hast du schon im Restaurant gesehen? Der Hoteldirektor und der Gourmet-Koch verbinden einiges. Es haben nämlich schon viele Mitglieder von der Familie Mattis im Nobelhotel gearbeitet. Vom Grossvater bis zu der Tochter. Wie gesagt, wir haben am anderen Tag, am 7. Uhr, ja wenn du zum Morgen kommst, ist weg. Und sonst haben sie auch. Da sind sie auch am Ausprobieren. Und wenn auch noch wenn du das Kostüm dabei hast oder so. Ist es Maske, Ballmaske, musst kaufen? Nein, aber das Personal und so weiter ist, okay. Wir haben Tänzer und so. Die Gaukler. Ja. Schön, hey, super, bravo. Hast du den Baum gesehen? Ja, ist ein bisschen schräg. Gell, ist ein bisschen schräg, ja? Ich habe noch mal wollen, gell? Nein, ich kann es denken, ich kann von oben. Und auf der einen Seite haben sie mit den Ästen etwas drüber gemacht. Ja. Weil den will ich noch sehen. Den kannst du auch wieder fixen, oder? Ja, hoffentlich. Ja. Die Vorbereitungen für die Saisoneröffnung laufen auch in der Küche auf Hochtouren. Jetzt zum Saisonanfang stellen wir mal so ungefähr 200 Kilo Gebäck her. Für die ersten Tage bis Weihnachten müssen wir wahrscheinlich noch etwas nachproduzieren. Aber das ist mal so die erste Menge, die wir brauchen fürs Opening. Aus diesen Fläden gibt es die legendäre Schokolade vom Palas. Die hat schon Generationen von Gästen begeistert. Das Lebkuchenhaus ist das Prunkstück für die kleinen Gäste. An der Weihnacht kommt es aufs Kinderbuffet.
ist noch ein bisschen zu weich. Zur Weihnachtszeit wird man dann wieder zum Kind im Palas. Und wenn der Santa Claus kommt und wir das Lebkuchenhaus dann jedes Jahr aufs Neue kreieren, das bringt dann der besondere Reiz an dem Ganzen. Also wenn es in St. Moritz noch nicht geschneit hat, aber in der Patisserie, da schneit es schon. Die Vorweihnachtszeit. Der Hoteldirektor führt den Gourmet-Koch Mattis an seinem Lieblingsort, im neuen Spa-Bereich. Wow. Wir waren vor ein paar Wochen hier unten, das hast du nicht gesehen. Und alle haben zu mir gesagt, du bist nie fertig. Du bist nie fertig. Jetzt, und schau mal, wie es jetzt schon kommt. Aber du siehst jetzt den Pool. Du siehst voll raus. Oder? Die Unde ist Therapie. Und hier kannst du baden, schwimmen, Jacuzzi, raus. Hast du auch Sauna und Zeug, alles da normal. Und, hoffentlich erzählst du das deinen Gästen. Ja? Cross-Sales machen. So wäscht eine Hand die andere, auch im Tourismus. Hier hast du noch den Relaxed Room, den Coiffeur. Geht sie mal? Also stört nicht, dürfen wir schnell da durch? Ja, ja. Ja? Okay, danke. Ja. Schick, hä? Jawohl. Ja, aber weißt du, mit dem Schnee und so und Salz. Du musst halt die Dinge amigs auswechseln. Du musst auch eine Farbe nehmen, die nicht so heikel ist. Genau, ja, ja. Aber und dann gehen sie zusammen noch den Christbaum inspizieren. Aha, aha. Aber weißt du, ich wollte jetzt schauen, was sie aufgestellt haben. Der ist gekommen. Der ist gekommen. Und hier hat er ein Loch. Der ist wieder dran. Eben. Das ist ein Abschnitt, ja. Ja. Das ist jetzt noch lustig. Ich weiß nicht, was sie da machen. Ja. Was erfahren. Was tun sie da? Sie. Ich mache Zweige fest. Es ist so leer hier. Sehr gut, danke. Macht sie wieder rein? Ne? Nein, weil das habe ich schon gedacht. Ikea Steckbaum, ja. Aber eben, wo hast du gesehen, dass er rum war? Von da siehst du es. Ich habe es von oben gesehen. Ja, ich habe es von oben gesehen. Ja, ja, es hängt. Und da spüren sie jetzt schon ein bisschen, was sie morgen wird erwarten. Der Schnee. Der Schnee ist auf St. Moritz und mit ihm auch die Gäste und vor allem die Hektik. Werden sich im Palace Hotel noch rechtzeitig fertig mit ihrem Wellnessbereich? Wie meistern Mattis Crews erste Bankett mit Champagner, Kaviar und Trüffel? Und wie wohnen die Reichsten von den Reichen am legendären Souvrettenhang? Wir dürfen einen Blick in eine Welt werfen, die einem sonst verschlossen bleibt. Der Start in die Saison oder das Dornröschen von Wachet. Kapitel 2 von St. Moritz' Wintermärli sehen Sie morgen. Ich freue mich auf Sie und eine gute Nacht.